Hallo zusammen, ich möchte euch heute diesen kleinen Hausfrauenfreund hier vorstellen, und zwar den Kärcher DDC50. Warum Hausfrauenfreund? Das ist ein kleines technisches Gerät, was es uns ermöglicht, staubfrei Löcher in die Wand zu bohren. Das heißt, wenn ihr gerade innerhalb von einem Gebäude etwas aufhängen wollt und ihr müsst ein Loch bohren, dann braucht keiner mehr mit dem Staubsauger daneben stehen und den Bohrstaub einfangen. Oder irgendetwas unterlegen oder Filtertüten an die Wand kleben oder was man da auch schon immer gesehen hat. Hier dieses kleine Teil ist perfekt dafür geeignet, saugt sich zum Teil an der Wand fest und ihr sammelt den ganzen Staub in diesem Gerät. Das schauen wir uns jetzt zusammen mal an. Das Gerät kommt hier in einem kleinen Aufhängegehäuse, das heißt hier dieser Unterteil, den ihr seht, hier ist eine kleine Öse dran. Damit kann man das Ganze an die Wand hängen zum Aufbewahren. Da nehme ich es jetzt einfach mal raus. Und wie gesagt, das ist so eine Halterplatte, damit könnt ihr das an die Wand hängen, um es schnell griffbereit zu haben. Vom Grundprinzip ist es so, wir haben hier oben ein Loch mit verschiedenen Bürsten und da wird der Bohrer durchgeführt. Ich zeige euch das nachher aber nochmal in einem Praxistest, damit ihr auch seht, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier einmal eine Abdeckung, die den Behälter schützt, in dem nachher der Staub gesammelt wird. Ihr seht, das war auch schon im Einsatz. Und hier seht ihr auch schon die Bürsten und hier diese Durchführung, wo nachher der Bohrer in Richtung Wand gedrückt wird, um dann eben das Loch zu bohren. Und der ganze Staub, der Dreck, sammelt sich dann in diesem Behälter. Hier ist eine gelbe Abdeckung. Darunter, das kann ich auch kurz mal aufmachen, darunter befindet sich die ganze Technik, das heißt, es ist batteriebetrieben, also ein elektrisches Gerät. Wir haben hier einen kleinen Kompressor, der einen Unterdruck, ein Vakuum erzeugt, um das ganze Gerät an Gegenständen festzuhaften. Das werden wir gleich auch sehen. Das heißt, bestenfalls saugt sich dieses Gerät an der Wand an, bleibt auch dort in der Position und ihr könnt mit beiden Händen mit der Bohrmaschine bohren. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil ihr dann auch alleine ohne weitere Hilfe hier einfach den Schmutz, den Bohrstaub etc. alles auffangen könnt. Gut, machen wir hier das wieder zu. Kommen wir kurz zur Bedienung. Wir haben nur zwei Tasten an diesem Gerät. Das eine, fangen wir vielleicht hier an, ist ein Schalter 0 und 1. Damit schaltet ihr den Kompressor an. Ich werde es mal ganz kurz einschalten, damit ihr es hört. Das heißt, hier fängt dieser kleine Kompressor an, diesen Unterdruck zu erzeugen. Und zwar sieht man das hier auf der Unterseite. Wir haben hier so eine dichte Schaumstofflippe, die hier in diesem Bereich rumgeht. Und ihr seht hier die Öffnung, durch die die Luft dann rausgezogen wird. Und wenn das eben hier an einer glatten Wand hängt, jetzt gerade so Tapete oder eine Rigipsplatte oder sowas, das werden wir gleich aber auch nochmal sehen, dann saugt sich, wie gesagt, diese ganze Komponente hier fest. Und ihr braucht sie nicht mehr festzuhalten. Das ist also wirklich sehr, sehr cool. Und wenn ihr fertig seid, gibt es die zweite Taste hier auf der anderen Seite, um das Vakuum zu lösen, beziehungsweise um dann Luft in diesen Bereich zu lassen, damit das Vakuum nicht mehr vorhanden ist und sich somit dieser kleine Schmutzfänger hier wieder von der Wand lösen lässt. Ich zeige euch ganz mal hier, weil ich habe ein Stück Tapete, da können wir es vielleicht ganz gut sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich schwenke euch mal entsprechend hoch. So, wir haben jetzt hier eine Fließtapete, die hat ein leichtes Muster, also es ist nicht ganz glatt die Oberfläche, aber selbst hier hält das wirklich problemlos. Das heißt, mit der Rückseite, mit dieser Schaumstofflippe, setzen wir das einfach an der Wand an, gucken, wo ist unser Loch, können das hier markieren, setzen es hier an, drücken es ein bisschen an und schalten diesen Schalter auf der Seite. Dann hört ihr schon das Geräusch und dann saugt sich das ganze Gerät an der Wand fest. Und ihr könnt in Ruhe jetzt mit zwei Händen mit der Bohrmaschine euer Loch bohren, könnt es wieder abschalten, nehmt das Gerät wieder ab und fertig. Das war's auch schon. Aber das war jetzt nur die Theorie und ich zeige euch jetzt mal in der Praxis, wie das Ganze funktioniert. Also, kommt mit! So, hier haben wir unseren Kärcher DDC50 und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich der im Live-Test schlägt. Ich habe zwei Sachen vorbereitet. Zum einen eine Rigipsplatte, die werden wir einfach mal dann festklemmen und dann durchbohren und dann schauen, wie viel Staub dann hängen bleibt und was alles rauskommt. Da das aber ziemlich einfach ist, habe ich dann nochmal eine Herausforderung, und zwar einen Backstein. Der hat eine glatte Seite und eine offenporige Seite, der ist auch trocken und den werden wir dann auch nochmal testen, wie das Ganze damit funktioniert. Aber wir brauchen das Wichtigste noch, um ein Loch zu bohren, und zwar eine Bohrmaschine.
So, kann losgehen. Wir starten hier mit der Rigipsplatte. Die spannen wir mal hier ein. Dann haben wir da eine schöne Arbeitsfläche. Die ist von der Vorderseite relativ glatt. Das heißt, wie so eine glatte Tapete, sagen wir mal. Und jetzt setzen wir unseren Kärcher DDC50 hier mit drauf. Ich halte jetzt den Kompressor an und er wird sich jetzt hier ansaugen und ihr hört schon den dunkleren Ton. Dann merkt man, okay, jetzt hat er die richtige Position und wir können anfangen zu bohren. Jetzt ist er angesaugt und wir können jetzt hier anfangen, das Loch zu bohren. Safety first, Gehörschutz muss sein. Okay. Das war's schon. Das heißt, wir starten es wieder aus, können es lösen. Wir sehen hier ein bisschen Staub, ist oben drauf gekommen, aber das ist echt nur minimal. Das war's. Wenn ich jetzt hier die Abdeckung öffne, werdet ihr gleich sehen, hier hängt alles wirklich drin. Das heißt, der ganze Staub aus dieser Rigipsplatte ist jetzt hier gefangen und es ist wirklich kaum was daneben gegangen. Also wirklich für den Innenbereich auch sehr, sehr cool. Okay, stellen wir uns mal der größeren Herausforderung, dem Backstein. Und zwar ist es ja so, die Rigipsplatte ist relativ dünn, da ist wenig Material, was wir durchbohren müssen. Und bei den Backsteinen, denke ich, wird es viel, viel intensiver sein. Und ich habe es eben schon mal kurz getestet, also an der glatten Seite haftet es auf jeden Fall, aber wir haben hier auch noch die grobporige Seite und da ist es nochmal spannend zu sehen, inwiefern das funktioniert. Okay, also setzen wir hier, vorher leeren wir nochmal aus, damit wir auch ein faires Ergebnis nachher sehen. Also hier der Staub ist drin. Ich lese mal hier in den Abfalleimer aus, okay. Seht, es ist wieder leer. Es kann wieder losgehen. Mach den Deckel drauf, drück es hier an, schalte den Kompressor ein. Und selbst hier, obwohl es so grobporig ist, haftet es echt gut. Und dann wollen wir mal loslegen und unser Loch bohren. Okay. Also auch hier, das ist hauptsächlich beim Rausziehen. Das heißt, hier oben liegt ein bisschen Staub noch drauf. Das ist aber wirklich nur minimal. Und jetzt öffne mal hier. Man sieht schon, da ist schon mehr drin. Unsere Abdeckung. Und ihr seht auch hier, ist wirklich der ganze Staub in dem Gehäuse geblieben. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Lösung. Okay, auch das leeren wir jetzt im Abfalleimer einfach aus. Und dann sind wir soweit auch fertig. Zusammenbauen, ab in die Halterung und bis zum nächsten Einsatz sind wir dann soweit. Wieder fertig. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, hält dieses Teil auch an der Decke? Sprich, können wir damit auch über Kopf bohren, um damit den Dreck, der dann aus dem Loch rausfällt, einfach in diesem Gehäuse zu behalten? Ich zeige es euch einfach mal. Also hier haben wir jetzt eine Rigipsdecke, die mit Rollputz versehen ist. Das heißt, es ist auch nicht ganz glatt die Oberfläche, ist ein bisschen angeraut. Ich setze es jetzt mal hier an, drücke es an und ihr seht, auch das hält an der Decke und ihr könnt hier durch das Loch bohren und den Staub damit einfangen. Natürlich ist es so, wir haben ja hier diese Bürsten drin und hier kann es natürlich schon sein, dass was rausrieselt. Das heißt, dass es nicht alles aufgefangen wird, aber immerhin besser als gar nichts. Okay. So, das soll es auch schon gewesen sein als kurze Vorstellung und Demonstration von diesem Kärcher DDC50, dem kleinen Alltagshelfer, um beim kleinen Arbeiten, bei Bohrvorgängen im Haus am besten den Staub und Dreck direkt in diesem Gehäuse zu lassen und dann im Mülleimer zu entsorgen, ohne dass ihr den ganzen Staub und Dreck im Haus verteilt. Ich habe das Gerät bestimmt auch schon 2 Jahre im Einsatz und es kommt immer mal wieder dazu, dass ich das brauche und bin wirklich jedes Mal froh, wenn ich mal schnell was machen will, Bild aufhängen oder Regale aufhängen oder sowas. Einfach schnell holen, dran setzen und fertig, hat man keinen großen Ärger. Die Links zu diesem Kärcher packe ich euch unten in die Videobeschreibung und lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr noch Fragen habt oder Anregungen für mich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, damit ihr keines der weiteren Videos verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!